Moin, moin, ihr Lieben. Ich habe euch ja erzählt, dass ich euch noch die letzten Lesemonate schuldig bin. Mai, Juni, Juli und August habe ich natürlich auch ein bisschen was gelesen, auch wenn ich durch Umzug und Renovierung vieles anderes im Kopf hatte und deswegen nicht so viel gelesen habe und auch nicht zum Drehen kam. Aber ich möchte das gerne nochmal nachholen, damit wir dann auch jetzt ja, auf den Stand sind und dann in die Zukunft blicken können und dann wieder aktuell sind. Ja, ich habe wieder alle Bücher, die ich gelesen habe, in mein Buch der Bücher, in mein Lesetagebuch eingetragen und werde da dann ein bisschen nachschauen und nachschlagen müssen, was ich da überhaupt gelesen habe, weil es ist natürlich teilweise schon doch ein bisschen her und es sind auch Bücher dabei, die ich mittlerweile auch schon wieder aussortiert habe, die mir jetzt nicht ganz so gut gefallen haben und deswegen ich dann auch einblenden muss. Aber ich möchte sie auf jeden Fall noch besprechen, denn es sind auch wieder ein paar Rezensionsexemplare dabei und die möchten natürlich auch besprochen werden. So wie schon das erste, was ich euch vorstellen möchte. Im Monat Mai habe ich ein ganzes Buch beendet und ein weiteres begonnen. Und beendet habe ich Rabbits von Terry Miles. Das habe ich zusammen mit den Mädels aus dem Buchclub All You Can Read gelesen. Wir haben das Buch als Rezensionsexemplar vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Da sage ich natürlich vielen lieben Dank dafür. Und ja, das ist ein Thriller, der uns so ein bisschen an Erebos erinnert hat von der Idee her. Denn es spielt auch da ein Spiel eine wichtige Rolle. Dieses Spiel greift in die Realität ein und wird immer gefährlicher. Und ich finde diese Idee alleine einfach schon toll. Erebos hat mir wahnsinnig gut gefallen von Ursula Poznanski. Da geht es ja auch eher so um ein Computerspiel. Bei Rabbids ist es doch noch ein bisschen konfuser. Denn wir haben es hier mit einem Protagonisten zu tun, der weiß, dass es irgendwie ein Spiel gibt in der Realität, das viele auch spielen, aber man darf darüber nicht reden. Es wird sonst sehr gefährlich und man redet nur mit vorgehaltener Hand darüber. Er ist aber ein Experte da drin und arbeitet auch in so einer Spielothek und gibt auch so kleine Vorstellungen und kleine Treffen ab über dieses Spiel und so tauschen sie sich gegenseitig aus. Und jedes Mal, wenn eine neue Runde beginnt, dann ja, muss man den Hinweisen folgen. Die Hinweise können aber alles sein und sind so figelinsch und so ja, in der Realität eingebaut, sind irgendwelche Unstimmigkeiten, die man erkennen kann und diese Unstimmigkeiten führen dann zum nächsten Hinweis und man weiß gar nicht genau, was ist Rabbids eigentlich und ja, was bekommt man, wenn man gewinnt, aber es ist so geheimnisvoll, dass einfach ganz viele Leute da mitspielen. So eben auch unser Protagonist, der sich aber so sehr darin verstrickt und merkt, da stimmt irgendwas nicht, mit dem Spiel ist vielleicht irgendwas kaputt und da werden ganz viele Menschen in Gefahr geraten und gerade deswegen versucht er den Hinweisen zu folgen mit einer Freundin oder einer Kollegin, die ebenfalls dort arbeitet und ja, so folgen sie den Hinweisen von Ort zu Ort. Die Idee fand ich cool und es ließ sich auch relativ gut und locker flockig weglesen, aber ich fand es nachher, habe ich ja schon erwähnt, das Wort konfus. Es war einfach doch ein bisschen zu durcheinander, zu chaotisch, es gab keinen richtigen Spannungsbogen, keinen roten Faden. Und für mich waren diese Hinweise, die in der Realität verstreut waren, auch einfach viel zu willkürlich. Also es hätte ja alles sein können. Man sieht irgendwas und denkt, boah, das ist jetzt ein Hinweis. Woher wissen die genau, dass das jetzt zu Rabbids gehört? Das ist mir nicht klar geworden, das ganze Buch über nicht. Und ich finde auch, dass die Protagonisten nicht sehr nachvollziehbar gehandelt haben. Da habe ich manchmal mit dem Kopf geschüttelt. Ich fand es irgendwie spannend, dass man den Erzähler, unseren Protagonisten, nicht so richtig über den Weg trauen konnte. Also ein sehr unzuverlässiger Erzähler, weil er manchmal ja scheinbar Wissenslücken hat, Blackouts und ja, sich für ihn irgendwie die Realität verschiebt und er nicht genau weiß, was war jetzt Realität und was war irgendwie Traum. Das fand ich sehr spannend, aber es hat es für mich leider auch nicht mehr rausgerissen. Auch die anderen aus dem Buchclub, ja, wir waren uns da, glaube ich, ziemlich einig, dass wir es doch ein bisschen zu konfus fanden und wir doch ein bisschen mehr erhofft haben. Auch die Auflösung
ja, war ein bisschen abgespaced. Ich habe es dann meinem Bruder verschenkt, der fand es auch spannend, aber meinte, müde durfte man das nicht lesen, weil man sonst irgendwie auch nicht so richtig hinterherkam. Aber für mich, ja, hat es auch nicht so einen richtigen Mehrwert, da jetzt besonders aufzupassen, denn die Rätsel, die, da konnte man nicht miträtseln. Da war einfach er der Protagonist, der gesehen, ah ja, das führt dahin und hierhin und da haben wir den nächsten Hinweis, konnte man als Leser aber überhaupt nicht nachvollziehen. Daher eher ein Flop mit einer tollen Idee und ja, irgendwie so ein bisschen so Gaming-Anspielungen gab es. Das hat dann auch noch ein bisschen Spaß gemacht, aber ja, sonst konnte ich da leider nicht so richtig draus ziehen und deswegen ist das Buch auch wieder ausgezogen. Auch im Lesemonat Juni habe ich nur ein Buch beendet. Und zwar war das Das Lied von Mond und Sonne von Vonda N. McIntyre. Und das ist, glaube ich, mit das Buch, was am längsten bei mir schon ungelesen rumliegt. Ist ja auch in meiner Challenge, wo ich euch Anfang des Jahres die Bücher vorgestellt habe, die wirklich am längsten ungelesen bei mir schon liegen und die ich gerne im Laufe des Jahres lesen möchte. 5 Stück waren das und da war das auch mit dabei. Und ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut, weil ich da irgendwie ein Highlight geschnuppert habe und ja auch ein Buch, was man nicht so oft sieht und was auch schon ein bisschen älter ist, damals neu aufgelegt wurde und mittlerweile aber auch die Neuauflage, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr zu erhalten ist, jedenfalls neuwertig. Ja, ich fand das spannend, weil das eine interessante Genremischung war. Es ist sehr historisch angehaucht, es spielt mit wahren Fakten und wahren Personen und wir haben hier aber auch ein kleines Fünkchen Magie natürlich mit dabei und Alchemie sollte auch noch mit dabei sein und das hat mich einfach angesprochen. Dann auch ja so ein bisschen die Nähe zum Meer und Meereswesen, denn hier wird ein Seeungeheuer aus dem Meer geborgen und unsere Protagonistin, die soll ja dieses Seeungeheuer betreuen und pflegen. Denn ihr Bruder, der war eben auf dieser Expedition, um das Seeungeheuer zu fangen und vorzustellen am Königspalast. Und ja, das Ganze ist eine ziemlich große Nummer auch für den König und das soll jetzt in der Öffentlichkeit, soll dieses Seeungeheuer ja eben präsentiert werden. Es gibt aber auch ein totes Exemplar, was mitgenommen wurde und das soll jetzt eben in einer öffentlichen ja, Sitzung seziert werden und untersucht werden. Ja, aber es sind halt Ungeheuer für die Menschen, die dort leben, aber scheinbar sind sie doch ein bisschen intelligenter, als, ja, als sie gedacht haben und vielleicht auch den Menschen ein bisschen ähnlicher. Das merkt unsere Protagonistin sehr schnell, als sie eben dieses Wesen verpflegt, dass die irgendwie mit ihr kommunizieren kann und sie fängt eben an, ja, sie nicht mehr so als niedliches Haustier wie zu Anfang ja, zu sehen, sondern auch Mitleid zu bekommen. Und scheinbar war das ein Gefährte von ihr, der jetzt eben seziert wird. Ja, das Ganze fand ich auf jeden Fall eine schöne Idee und auch diese Mischung, wie gesagt, hat mir gefallen. Ich mochte unsere Protagonistin, die sehr einfühlsam war und eben eine besondere Verbindung zu dem Seeungeheuer aufgebaut hat, aber das war mir dann letztendlich doch ein bisschen zu wenig. Es war nachher doch eher alles so Hofgeplänkel, Intrigen und höfisches Gehabe. Das stand eigentlich hauptsächlich im Vordergrund. Ja, spielt eben am Königshof von Ludwig des 14. Ich weiß gar nicht, ist das der Sonnenkönig jedenfalls. Und da waren unglaublich viele Personen aufgelistet im Personenverzeichnis. Ich finde ja gut, wenn es sowas gibt, aber das hat mir selbst dann irgendwann auch nicht mehr geholfen, weil es einfach so viele Personen gab, die unglaublich viele Titel hatten, Vornamen und Nachnamen und Zunamen und Spitznamen, dass ich die überhaupt nicht auseinanderhalten konnte. Selbst nach mehrmaligen Nachschlagen und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr nachzuschlagen und oft habe ich sie dann auch verwechselt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es drauf und dann hießen die aber doch so ähnlich, dass ich es dann doch verwechselt habe und dadurch natürlich auch sehr, sehr verwirrt war. Ja, das war ein bisschen schade, dass das so viele Personen sein mussten und mit ihren verschiedenen Stellungen. Und ja, dieses gehöfische Gehabe, wo sich dann unsere Protagonistin durchschlagen musste, die
ja so ein bisschen als Gouvernante dort auch fungierte und ja, für sie auch alles sehr, sehr neu ist. Ach, das fand ich ein bisschen mühsam und anstrengend, sich da durchzuwälzen. Die Liebesgeschichte, die hier eine kleine Rolle spielt, die fand ich aber durchaus erfrischend, weil es eben mal nicht der strahlende Held in ja, gut aussehend und mysteriös ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ich fand es durchaus erfrischend und mal was anderes. Habe ich durchaus gespürt, war jetzt nicht so sehr im Vordergrund, aber spielte doch eine große Rolle. Aber das Seeungeheuer an sich und die Magie, die hier irgendwie eine Rolle spielen sollte oder auf die ich mich gefreut habe, die kam mir viel zu wenig zur Geltung. Und auch dieses Buch, wie ihr sehen könnt, habe ich nicht mehr hier, habe ich bereits aussortiert. Ja, sehr schade, weil ich da doch ein bisschen mehr erhofft habe und ich ja doch ein bisschen mich durchkämpfen musste, besonders wegen dieser vielen Personen und wegen diesem ja höfischen Setting, was mir einfach ein bisschen zu viel des Guten war. Im Juli lief es dann richtig gut lesetechnisch für mich. Da habe ich wieder so ein bisschen angefangen zu lesen und hatte richtig Lust und war motiviert. Und ich hatte ein gemeinsames Projekt mit der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Wir haben uns ja gegenseitig unsere Listen unserer Lieblingsbücher geschickt. Und im Juli hat Ruth also meine Lieblingsbücher gelesen und ich ihre. Darunter waren natürlich auch sehr viele Liebesromane, was ich ja sonst gar nicht so lese. Und ja, da habe ich ein extra Video zu gedreht. Wenn euch das also interessiert, verlinke ich euch das gerne in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und nebenher habe ich auch noch zwei, drei andere Bücher, die eben nicht zu diesem Taste-Test, also nicht zu den Lieblingsbüchern von Ruth gehörten. Und die werde ich jetzt euch noch vorstellen. Also ich habe tatsächlich im Juli sechs Bücher gelesen und ein weiteres begonnen und zwei Hörbücher gehört. Also das war richtig, richtig erfolgreich und hat auch richtig Spaß gemacht. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, das war auch so ein kleines Fazit von mir, dass Liebesromane sich einfach auch unglaublich leicht und locker flockig weglesen lassen. Und dann einfach auch ein bisschen mehr Bücher dazukommen. Aber ist ja auch egal. Ich habe noch zwei weitere Bücher, die ich euch hier, oder drei Bücher, die ich euch hier vorstellen möchte für den Juli. Und zwar habe ich den dritten Teil von Der Zauber von Immerdar gelesen, von Dominic Valente. Das ist eine Kinderbuchreihe, so empfohlen ab 8, 9, 10 Jahren finde ich das auf jeden Fall passend. Ist relativ groß geschrieben, hat aber auch sehr, sehr schöne Illustrationen. Und ich finde die Reihe richtig toll, weil sie sehr lustig ist. Sie ist aber auch sehr warmherzig und sprüht irgendwie vor bunten, verrückten Ideen, die ja sehr, sehr fantastisch sind. Es gibt immer eine Karte vorne drin, sage ich jetzt so, und ich finde sie nicht. Doch hier ist die Karte so aufgebaucht. Sie ist tatsächlich immer ein bisschen anders, je nach Thematik. Und es geht um Anemona. Anemona ist eine kleine Hexe. Ihre gesamte Familie besteht aus Hexen und alle haben eine besondere Fähigkeit. Ihre Fähigkeit findet sie eigentlich nicht so besonders, ja, im Vergleich zu denen ihrer Schwester. Aber es stellt sich im Laufe der Reihe immer wieder heraus, dass ihre Fähigkeit doch zu etwas Gutes ist, denn sie kann verschwundene Dinge wiederfinden. Und ja, im ersten Band geht es halt darum, dass der Dienstag verloren gegangen ist. Keiner kann sich an den Dienstag erinnern. Und so kommt die größte Hexe auf Anemona zu, um, ja, um Hilfe zu bitten. Gerade Anemona, die sich ja für nichts Besonderes hält, sich höchstens noch ein bisschen Taschengeld dazu verdient, in der Nachbarschaft nach verlorenen Dingen, Schlüsseln, Haarbürsten, was auch immer zu suchen. Aber ansonsten glaubt sie nichts Großes bewerkstelligen zu können. Aber den verlorenen Dienstag, den soll sie jetzt wiederfinden. Im ersten Band jedenfalls. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht zu viel verraten, was es in den dritten Band geht, denn so ein bisschen hängen die alle natürlich auch zusammen. Ich finde einfach den Oswald hier, ihren kleinen Kobold-Freund, unglaublich lustig. Auch hier wieder hat es mich immer wieder zum Schmunzeln und zum Lachen gebracht, weil er hat so eine ganz, ja,
unnachahmliche, rotzfreche, lustige Art zu sprechen. Er hat auch so einen kleinen Sprachfehler. Auch wenn er mündliche Rede hat, hier wird das Ganze immer in Fett gedruckt, abgebildet. Und ich muss auch sagen, dass die Übersetzerin, weil das ist ja keine deutsche Autorin, die Übersetzerin, die möchte ich hier tatsächlich auch mal namentlich erwähnen. Gucken, ob ich sie so schnell finde. Sandra Knofinke und Jessica Kumina, weil diese Sprachwitze, die kann man natürlich nicht eins zu eins übersetzen. Und da fand ich das hier einfach sehr gelungen, wie sie Oswalds Sprachfehler und ja, seine Verwechslungen in der Sprache immer wieder ja, übersetzt haben, fand ich das ganz, ganz großartig. Hat mir so viel Spaß wieder gemacht. Ja, dieser kleinen Hexe und dem Kobold zu folgen. Natürlich haben wir es hier auch wieder mit ganz vielen anderen verrückten Figuren zu tun, die wir aus den davorigen Bänden kennengelernt haben, aber auch die wir hier neu kennenlernen. Hier geht es eben um ein ja, verschlucktes Königreich, um ein verschwundenes Königreich der Elfen. Und in dieses Reich der Elfen ja, treten wir hier im dritten Band so ein bisschen ein. Ist sehr zauberhaft, sehr schön gemacht und ja, liest sich natürlich unglaublich schnell, weil es eben groß geschrieben ist, weil es illustriert ist und ja, weil es einfach auch eine Kindergeschichte ist. Aber ich finde, die ist eben nicht zu platt. Es geht viel um Freundschaft, um Selbstakzeptanz und so weiter und so fort. Und ja, ist einfach eine sehr, sehr schöne Reihe und die werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Wenn es denn einen weiteren Band geben wird, werde ich den auch lesen. Als nächstes habe ich ebenfalls ein Kinderbuch gelesen, und zwar ist das Aja und die Hexe von Diana Wynne Jones. Die kennt man ja durchaus auch von Erwachsenenliteratur. Ich glaube, das Wandelnde Schloss ist durchaus ihr bekanntestes Werk. Und da gibt es ja auch noch Folgebände. Fauler Zauber ist, glaube ich, ein Einzelband, der durchaus auch noch bekannter ist. Und ja, dieses kleine Märchen oder dieses kleine Kinderbuch steht aber für sich alleine und ich fand erstmal die Aufmachung ziemlich cool gemacht. Es ist sehr, sehr dünn, also es hat auch wirklich nicht viele Seiten. 106, 110 Seiten in etwa und es ist farbig illustriert. Also das ist natürlich dann schon ein Hingucker. Ich muss aber sagen, ja, 15 Euro für so ein Mini-Buch, was man mal eben in einer Stunde so weggelesen hat, ist schon. Ja, es ist aber in Ordnung, weil ich finde die Aufmachung dann wieder doch so schön gemacht. So ein kleines Schmuckstück, dass man durchaus Freude dabei empfinden kann. Es geht um Aya, die in einem Waisenhaus lebt, dort aber gar nicht so unglücklich ist, denn sie hat die Fähigkeit, dass wenn sie sich etwas wünscht, dass alle anderen das auch machen, was sie sich wünscht. Und so verbringt sie durchaus auch ein relativ gutes Leben in diesem Waisenhaus, bis sie irgendwann von einer Hexe und ihrem, ja, satanischen Mann adoptiert wird. Einfach so. Und bei denen scheint das nicht so richtig zu funktionieren, ihre Gabe, dass die machen, was sie will. Einzig der Kater der Familie, ja, scheint ihr wohlgesonnen zu sein und möchte ihr helfen, auszubrechen. Und so, ja, schmiedet sie einen Plan und sie versucht aus diesem Haus, was irgendwie ein bisschen seltsam zu sein scheint, zu entkommen. Und ja, schnüffelt so ein bisschen rum, versucht im Hexenbuch der Hexe so ein bisschen selbst nachzulesen, ob sie ihr irgendeinen Fluch anhexen kann. Und ja, das Ganze ist sehr skurril, sehr lustig gemacht. Es ist eine sehr, sehr starke Protagonistin. Hier wird es mit Pippi Langstrumpf verglichen. Sie ist sehr frech und ja, ist gegenüber der Hexe durchaus widerstandsfähig, obwohl sie da sehr, sehr eingekerchert wird und auch viele Aufgaben übernehmen muss und sehr viel ja, arbeiten und schuften muss. Wo man jetzt aber nicht viel Angst um sie hat, weil sie einfach so rotzfrech und so stark ist. War ganz niedlich, würde ich aber auch dann aussortieren, weil es jetzt nicht kein Liebling für mich war. Ganz cool fand ich diesen satanischen Mann, weil der irgendwie so ja, ganz, ganz
ominös war und mysteriös und alles, was so geheimnisvoll ist, das zieht einen dann ja doch irgendwie an. Ja, und das zusammen mit Aya herauszufinden und mit dem Kater, der hier unten auch abgebildet ist, war schon ganz cool. Ich möchte von ihr gerne auch noch mal was lesen, was für Erwachsene geschrieben ist, beziehungsweise ihre Hauptreihe oder Einzelbände, um sie ein bisschen mehr kennenzulernen. Aber so als Einstieg fand ich das schon ganz niedlich. Und als letztes für den Juli möchte ich euch ein Buch vorstellen, was ich immer wieder hier in den Videos erwähne. Und der Autor ist einfach einer meiner Lieblingsautoren und finde ich so, so einzigartig, mit nichts zu vergleichen. Und das ist irgendwie sehr, sehr spontan geschehen, dass ich dieses Buch jetzt nochmal konsumiert habe. Ich habe es hauptsächlich als Hörbuch gehört und trotzdem nebenher dann die Illustrationen mir angeschaut. Und zwar rede ich von Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs, im Hörbuch gesprochen von Dirk Bach. Und ja, das ist dabei entstanden, weil Ruth ja meine Lieblingsbücher in dem Monat gelesen bzw. gehört hat. Und wir hatten uns da so drüber unterhalten, dass sie dann das hier ausgewählt hat und ja angefangen hat zu hören und sich schon ziemlich amüsiert hat. Und dachte ich, oh, ich habe auch so Lust, das jetzt zu hören. Und habe ja kurzerhand mir das dann auch runtergeladen, das Hörbuch, und habe es gehört und dann auch ein bisschen im Buch parallel geblättert, weil es gehört natürlich bei den Büchern von Walter Mörs einfach dazu, auch die Illustration und auch ja, das gesetzte Wort irgendwie mitzuerleben, weil auch hier fett gedruckt wird, ganz groß abgedruckt wird oder einfach nur in einer anderen Schrift abgedruckt wird. Und ja, die Illustrationen, die sind natürlich auch einfach große Klasse und gehören einfach dazu. Hier zum Beispiel ist ein sehr, sehr spezieller Stil, den man immer wieder erkennt. Ja, und es war mal wieder an der Zeit, das alles ein bisschen aufzufrischen und mir dann währenddessen vorzustellen, dass Ruth das gerade auch zum ersten Mal hört und ja auch dabei irgendwie Freude empfindet. Das hat mir umso mehr Spaß gemacht. Und Dirk Bach macht das auch einfach so großartig. Ich habe jetzt tatsächlich bei anderen aber schon gelesen, dass es ihnen manchmal sogar zu viel ist, weil Dirk Bach macht das sehr, sehr theatralisch und sehr dramatisch. Und da kann ich das manchmal verstehen, dass man das jetzt nicht zum Beispiel so zum Abschalten hören kann oder so. Aber es passt einfach auch sehr gut zu unserem Protagonisten Hildegunst von Mythenmetz. Ja, ein Lindwurm, der auf der Lindwurmfeste aufgewachsen ist. Und da geht das alles um Literatur und Schriftstellerei. Alle sind dort Schriftsteller oder ja, forschen diese. Und sein Dichtpate, der ihn aufgezogen hat und unterrichtet hat, der verstirbt und vermacht ihm nun ein Manuskript, was er vor einigen Jahren erhalten hat und er für das Beste, was er je gelesen hat, hält. Und das, ja, hinterlässt er ihn. Und Hildegunst von Mythenmetz macht sich auf, diesen Schriftsteller zu suchen, denn es ist unbekannt, wer genau das geschrieben hat. Und er möchte unbedingt herausfinden, wer es ist, denn er liest es durch und ist einfach auch total geflasht. Er weint, er lacht, er ist erstaunt bei diesem Lesen während dieser Lektüre und möchte unbedingt jetzt wissen, wer das war und von ihm lernen. Den einzigen Hinweis, den er hat, das ist, dass er eventuell aus Buchheim kommen könnte. Das ist die Stadt der träumenden Bücher. Und dort wandert er hin, er reist dorthin und erlebt dort allerhand Abenteuer, gerät in die Katakomben unter Buchheim. Sehr, sehr gefährliche Orte und dort gibt es Bücherjäger, gefährliche Bücher und so vieles mehr. Es dreht sich halt alles um Buch, Buchhandlungen, Buchantiquariate. Es gibt alles, was man sich so vorstellen kann oder eben auch nicht vorstellen kann und was sich Walter Mörs hier erdacht hat. Es ist einfach eine Liebeserklärung an die Literatur, ans Lesen, an Bücher. Und ich liebe einfach Walter Mörs Wortwitz, seine Ideen dahinter und ja, war einfach wieder gefesselt davon. Klar, es gibt auch durchaus so Längen in diesem Buch, aber das gehört so ein bisschen zum Stil von Walter Mörs dazu, weil er eben sehr viel beschreibt und sich in Details wirklich vergeht und dort nicht so schnell wieder herauskommt, sodass die Handlung manchmal nicht vorankommt. Da kann ich dann
durchaus die Kritik mal verstehen, aber ich liebe das auch diese Mythenmatch-Abschweifung, die man ja nach und nach einfach lieben lernt, wenn man diesen Stil mag. Ach ja, und es war wirklich sehr, sehr schön, wieder einzutauchen und das Ganze wieder ein bisschen aufzufrischen. Man vergisst ja doch einige Details. Und gerade wenn man sagt, dass es ein Lieblingsbuch ist, dann muss man diese Details doch ab und zu mal wieder auffrischen. Und jetzt war genau der richtige Zeitpunkt. Und ich bin sehr glücklich, dass es gut auch so gefallen hat. Und vielleicht jetzt nicht zum Lieblingsbuch geworden ist, aber ich glaube, sie hat dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Und da war ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Und dass sie eben auch so eine, ja, eine schöne Zeit verbracht hat und dass sie auch so ein paar Aha-Momente hatte, dass sie jetzt gar nicht so damit gerechnet hat, dass der Witz dahinter bei Walter Mörs ja doch durchaus auch intelligent ist und nicht einfach nur so ein Hau drauf Witz ist. Wenn man ihn nur kennt von dem kleinen Arschloch oder den Hitler-Comics und so weiter, dann erwartet man da vielleicht ein bisschen was Oberflächlicheres und das ist es auf keinen Fall. Es ist natürlich klamaukig, aber es hat sehr, sehr viel Wortwitz und sehr viel subtilen Witz, den man vielleicht erst durchblickt, wenn man es 2, 3 Mal gelesen hat. Und ja, hier ist wirklich gar nichts unter der Gürtellinie. Es ist durchaus mal ein bisschen brutal, aber dieser Witz, den man aus Das kleine Arschloch kennt, ist hier überhaupt nicht vorhanden, was ich durchaus auch sehr spannend finde. Ja, also seine Zamonien-Romane kann man da durchaus konsumieren, wenn man da nicht so drauf steht, auf diese, ja, auf diese Witze unter der Gürtellinie. Und als letztes kommen wir zum August. Auch da habe ich nur ein Buch beendet. Und das ist tatsächlich mal kein Fantasy, kein Horror, kein Kinderbuch. Also ein bisschen außerhalb mal wieder meiner, ja, Lesekomfortzone, aber es hat mich trotzdem sehr angesprochen. Lady Africa von Paula MacLean geht sehr eher so in diese Abenteuerroman-Richtung, denn es behandelt eine Person, die es tatsächlich gegeben hat, eine Flugpionierin namens Beryl Markham, die im afrikanischen Busch aufwächst. Sie ist eigentlich Engländerin, ist aber als sehr, sehr kleines Kind eben mit ihren Eltern dorthin gezogen. Ihre Mutter und ihr Bruder sind irgendwann wieder weggezogen, sodass sie hauptsächlich bei ihrem Vater aufwächst, der dort eben eine Farm betreibt, aber auch Pferde züchtet und diese trainiert für Rennen. Und das wird eben auch ihre große Leidenschaft, Pferde und Pferderennen. Und sie ist eben sehr, sehr wild, sehr sturköpfig und sie lässt sich auch in keine Frauenrolle irgendwie reinpressen. Es wird immer wieder bei ihrer Erziehung probiert, sie als Frau zu erziehen und das klappt aber überhaupt nicht, bis dann ja, wird einfach akzeptiert, dass sie ist, wie sie ist. Man lernt sie wirklich von klein auf an, wie sie immer mehr zur Frau wird und ja, ihren Weg geht. Und wie sie dann irgendwann diese Liebe fürs Fliegen entdeckt. Das steht natürlich hier hinten drauf schon, dass sie irgendwann Bekanntschaften macht, die sie dorthin bringt. Und sie ist eben einfach so ein Freigeist und so selbstständig und wild, dass das sehr gut passt zu ihr. Ich muss aber sagen, dass gerade das mit der Fliegerei, was nachher am Ende rauskommt, und sie ist denn ja auch die erste Frau, die den Atlantik überquert. Aber das spielt so eine kleine Rolle. Das ist wirklich auf den letzten paar Seiten geht es um die Fliegerei. Eigentlich geht es sonst hauptsächlich darum, wie sie in Afrika lebt und wie sie sich dort als selbstständige Frau durchzuschlagen versucht und wie sie es mal mehr, mal weniger schafft und von einer Ehe in die nächste stolpert, von einer Liebschaft in die nächste, von einem Skandal in den nächsten. Ja, also es geht auch viel um Pferde und um Pferdetraining, was mir natürlich gefallen hat, weil ich selbst großes Interesse an Pferde habe. Aber wenn man jetzt hier wirklich mehr über das Fliegen wissen möchte und diese Leidenschaft des Fliegens, dann wird man hier vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und da muss ich sagen, dass ich ja, dieses abenteuerliche Fliegen doch auch lange Zeit hier vermisst habe. Und
ja, das ein bisschen schade finde, dass dieser Fokus ganz anders gelegt wurde und nicht ein bisschen mehr aufgeteilt wurde. Es gibt nachher noch ein langes Nachwort der Autorin, weil sie eben ja hier einen Roman draus gemacht hat, was der Wahrheit entspricht und welche Person es tatsächlich gegeben hat, auch so ein bisschen über das Leben von Beryl Markham, weil sie ja nun mal nicht alles hier irgendwie verwursten konnte in diese Geschichte, wo sie sich drauf fokussiert hat und warum. Das fand ich auch irgendwie spannend. Es gibt ja auch sogar, ich glaube, Biografien über Beryl und ja, danach hatte ich durchaus Lust, da noch ein bisschen weiter zu recherchieren. Ja, hat mir Spaß gemacht und hat wirklich auch gut in den Sommer gepasst, weil es hier eben in Afrika, in Kenia gespielt hat. Aber so richtig gefesselt, doch es hat mich schon gefesselt an einigen Ecken und Enden, aber so ein bisschen überraschenderweise anders als ich gedacht habe. Wird aber auch wieder ausziehen, auch wenn ich das Cover, die Farbe, ich liebe Gelb, ja, dieses honiggelbe Licht irgendwie total mag. Aber es wird nicht nochmal von mir gelesen und wird jetzt auch nicht zum Lieblingsbuch. Aber es ist auf jeden Fall auch kein Flop gewesen. Ich war durchaus sehr beeindruckt von dieser selbstständigen Frau, die einfach ihren Weg gegangen ist, sich da durchgekämpft hat. Und ja, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Aber diese Fliegerei, die habe ich doch ein bisschen vermisst, dieses Abenteuerliche daran. So, das war's jetzt. Wir haben tatsächlich alles nachgeholt, was ich euch vorstellen wollte, was ich besprechen und rezensieren wollte. Jetzt können wir sozusagen frisch und frei weitermachen. Und ich möchte mich bei euch auf jeden Fall auch nochmal herzlich bedanken, dass ihr so rege teilgenommen habt bei der Abstimmung aus meinem letzten Video. Da habe ich ja euch alle meine ungelesenen Bücher vorgestellt und ihr dürft entscheiden, was ich in der zweiten Hälfte vom September lese, beziehungsweise ich suche zwei Bücher aus den Büchern heraus, die meisten Stimmen hatte. Also zwei von fünf möchte ich mir herauspicken. Und dass da so viel mitmachen, fand ich so richtig schön und hat mich sehr, sehr gefreut, was da unter das Video geschrieben wurde. Und ich war auch tatsächlich auch überrascht, welche Bücher da empfohlen wurden, beziehungsweise für welche Bücher abgestimmt worden sind. Denn man hat natürlich schon so ein paar Bücher im Kopf, die wahrscheinlich sind, die jetzt vielleicht auch in aller Munde sind. Aber es gab auch tatsächlich ein, zwei Bücher, die ziemlich weit vorne mitspielen, die ja, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe. Und das freut mich umso mehr, dass das Ganze nicht so vorhersehbar war. Vielleicht mache ich euch dann noch so ein kleines Update, entweder schriftlich über YouTube oder ein kleines Video, welche Bücher tatsächlich dann gewonnen haben quasi. Oder ihr seht es dann im Lesemonat September, für welche Bücher ich mich entschieden habe und welche ihr gewählt habt. Wenn ihr dieses Video verpasst habt, auch das verlinke ich in der Infobox. So, und jetzt würde ich sagen, verzögern wir jetzt nicht das Ende länger heraus. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao.